Ladies und Gentlemen. Oh, guten Tag. Du wirst baumeln, Freundchen, noch vor der Dämmerung. Ah, das war die Wand. Und ich verstehe das nicht. Ich hab das schon wieder gesehen. Oh. Oh, du bist ja doch geschockt. Ich nehme alles zurück, was ich hier gesagt habe. Ich sag, gut, er ist schon tot. Wir haben ihn alle erledigt. So, tschüss, dankeschön. So. Das hat mich nämlich gerade auch so ein ganz kleines bisschen gewundert. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass manchmal, wenn ich sie schocke, sie gerade in irgendeiner Animation sind, wo sie den Schockzustand nicht ausüben, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das, was ich jetzt mache, ist Eve-Spritze sparen. Das mache ich leider viel zu selten. Aber wenn wir uns jetzt hier irgendeinen Kaffee gönnen, seht ihr das da? Jetzt brauche ich mein Eve nicht nachladen, hab's für einen ganzen Zug noch. Und das ist einfach, wenn ihr Eve macht und dann ganz schnell wechselt. Dann könnt ihr so ein bisschen sparen. Und da liegt ein Verbandskasten, den ich nicht mitnehme, was irgendwie dezent blöd ist. Hier ist mal so ziemlich gar nichts. Aber da oben müsste was sein. Außer, ich husche mir den Big Daddy die ganze Zeit, hört ihr vermutlich auch gerade. Okay. Schnelles Beruhigungslied. Weiter. Ich weiß, dass wir, wenn wir zum Bett gehen und danach wieder weggehen, dass da irgendwo ein paar kleine Spackos sind. Wieso habe ich schon wieder alles voller Geld? Da liegt eine Eve-Spritze, das finde ich gut. Hi. Verrat mir doch mal, warum du jetzt keinen Elektroschock erleidest. Oh, so langsam gehst du mir auf den Sack. Aber auch nur so dezent ein bisschen, weil du einfach aushältst wie so eine Pennerin. Wo rennst denn du jetzt hin? Du Blöde! Boah, da hat sie aber noch eine Frontrolle gemacht, ey. Ah, wie geil. Ich hab eine Granate und sie läuft weg. Ich denke mir so, ja, voll verkackt die Granate. Und dann fliegt ihr noch volle Möhre da rein. Das ist so einer der Momente, wo ich es echt feier, auch wenn ich mich gerade einfach nur am Wundern bin. Bin extra deswegen drauf gesprungen, weil damit ich außerhalb des Wassers bin. Und im Endeffekt hat sie doch nicht geschockt. Du bist aber auch ein Leckerbissen, Alter. $38. Ich laufe jetzt hier raus, geh mir was holen, danach laufe ich hier wieder rein, hol ich mir die Kohle, ey. Ich bin doch nicht behindert. Lass doch hier nicht Geld liegen, ey. Wo bin ich denn? Bin ich Größus? Dann hab ich schon Geld gepachtet? Was ist denn los hier? So viele Verbandskisten. Oh, Fontaine, geh mir nicht auf Okolyten. Glaubst du, du wärst so eine Art Held? Halt die Fresse. Ich hab dich bei Souchon bestellt wie ein Abendessen. Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Wohin willst du zurückkehren? Zu deiner Familie, die es gar nicht gibt? Zu deinen eingebildeten Träumen? Glaub mir, du wirst dich noch freuen, wenn dich endlich jemand von deinen Qualen erlöst. Nee, weißt du, wann ich mich freuen würde? Wenn hier irgendwo mal ein Laden wäre, wo ich mir was kaufen kann, was ich auch gebrauchen könnte. Geh mir aus dem Weg, Alter. Ich hab gerade gar keine Zeit für dich, ey. Boah, jetzt reicht mir aber, ey. Wo sind wir denn hier? So, ich geh mir jetzt erstmal bei dem Kollegen irgendwas holen, was ich brauchen kann. Nix kann ich gebrauchen hier. So, du kommst jetzt mit mir. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier alleine, ey. Ist ja nicht auszuhalten. So, gehen wir mal hier eine Etage tiefer. Jetzt nehmen wir einfach mal dich. Du liegst ja schon wunderbar hier. Ich hätte jetzt gerade ganz gerne einen, der noch hier runter geht. Ja, oder so. Ach, fickt euch, Alter. So langsam sollte ich mich aber mal beeilen. Das heißt, du musst hier hin. Dich können wir einfach mal ganz kollegial hier entstecken. So. Ja, so ergibt das Ganze doch schon mal ein bisschen Sinn. Zack. So, du kommst jetzt mit, Kollege. Denn ich hab die Schnauze voll. Mir reicht es jetzt. Überall Geld, überall Sachen. Ich kann es nicht mitnehmen, meine Lebensleiste ist so groß wie der Penis von Wishes. Was ist denn los hier? So, wo ist der scheiß Verbandskasten, der rumlag? Hier lag irgendwo ein Verbandskasten rum. Was machst du denn hier? Oh. Hey, willst du Verbandskästen? Du hast doch kaum Leben, aber wir könnten dir gerne Verbandskästen geben. Ja, schade, dass du nur 9 davon tragen kannst. So eine Scheiße. Meine Fresse. So langsam krieg ich Plack am Sack hier. Oh. Mach mal hin jetzt hier mit deinem selbstgebastelten Kackdingen da. Zimmert Geld mit. Bist du am Lachen, du Vogel? So langsam reicht es mir, ey. So, komm her. Ja, geh mal her. Danke. So freundlich.
sonst noch was Feines drin, da bist du der Moneyboy hier. Was ist denn mit dem Badewasser? Nee. Ist da eine Krabbe? Na, geht mal zusammen weiter baden. Das war ja wieder mal exklusiv geil hier bei Anna Culpepper. Hier war aber so ziemlich gar nichts. Außer noch ein Verbandskasten, den ich das sehe, schwer nicht mitnehmen kann. Pete, wir gehen! Ich hab genug von hier! Komm darauf nicht klar, ey. So. So, wir gehen jetzt mal hier runter. Wo geht's denn hier raus? Hier geht's raus. Boah, beruhig dich, beruhig dich. Habana Special Zigarren. An die geht's nicht so special. Okay, dann gehen wir mal eine Etage höher. Halt deine Phrase, ich hab nichts zu tun hier. Ah, da kommt der Kollege schon hoch. Die schwer jetzt Gegner sind, ne? Ja, und ich renne mir hier einen Vogel, ne? Boah, ey, ihr seid so Drecksäue, ne? Ich schwöre eine Kamera, ey. So, erlaufen wir erstmal hier die kleine Ehrenrunde, um zu gucken, ob hier noch irgendwo so ein kleiner Schlawiner ist. Das sieht aber gut aus. Was ist denn hier? Da ist doch schon mehr eine Kamera. Nee, da ist ein Heilstand. Ja, du wachst auch bestimmt nicht auf, ne? Ja, ich kann den Bolzer jetzt eh wieder mitnehmen, ne? Guck mal, kann ich die Bolzer mitnehmen? Hör mal, guck mal. Hier, guck mal. Geh mal her. Ja, gib doch mal. Danke. Hör mal, sicher ist sicher, ne? Ja, sicher dat. Ah, Hausmeister Krause. Oh, der lebe Bodo. Oh, ich hab wieder Bock auf Hausmeister Krause jetzt irgendwie. Wer heult denn jetzt hier schon wieder? Pete, lass uns mal abchecken gehen. Ne, sieht scheiße aus, da gehen wir nicht lang. Was haben wir hier? Ah, Tennenbaum. Warte mal auf hier. Da können wir aber, glaube ich, irgendwie doch irgendwie rein. Jede Tür, die existiert, ist auch irgendwie einnehmbar. Also jede Tür, die so auch hier so schön beleuchtet ist. Und sei es nur von oben. Was sieht einladend aus? Pete, los! SWAT-Team, wir stürmen den Raum! Nice. Erkennt noch eine Eve-Spritze? Nee, sah nur so aus. Als ob ihr nicht aufstehen würdet. What the fuck? Oh nein! Die armen Little Sisters mit ihren Eltern, deren ich gerade alles wegnehme. Das war ein richtig beschissener Schuss. Kaboom! Headshot, Biatch! You just got owned! Headshot. So, Geld, was wir nicht gebrauchen können. Wo ist denn jemand Automat, wo ich ein bisschen Kohle ausgeben kann? Ich nehme mir die ganze Zeit nur ein, aber ich krieg nicht... Oh, safe. Outtracker können wir uns unten mal kaufen, fällt mir gerade mal ein, wenn jetzt Geld drin ist, ne? Boah, ich krieg einen Anfall, ne? Boah, ich gehe mir jetzt unten 5 Outtracker holen, ist mir scheißegal. Geh mal weg, Tür. Ich muss Autohacker holen. Normalerweise bin ich damals immer hier runtergesprungen, aber wenn ich mir die Lebensleiste oben so anschaue, soll ich das lieber lassen. Erstmal Autohacker holen. Boah, Junge, wenn du jetzt hochkommst, ne? Boah, ich schwöre dir. Dann hagelt's aber Kopfnüsse. Schüttelt's nämlich schon mächtig im Ohrfeigenbaum. Das geht mir nicht auf den Sack. Hier gab's doch schon Autohacker, oder nicht? Laber nicht. Laber doch nicht, Junge! Was laberst du denn schon wieder? Ich muss jetzt einmal zurückgehen. Ich muss einfach meine Kohle ausgeben. Da oben liegen wieder fast 70 Kröten. Und ich schwöre euch, wir sind jetzt neue Splicer gespawnt. Ja. Habt ihr auch Schwein gehabt, ey. So, ich gehe jetzt zurück. Ich brauche Eve-Spritze und Autohacker. Die können wir uns gerne mal von der Kohle holen. Ich habe auch überhaupt nichts gegen ein bisschen Exklusivschrot, wenn ich schon mal hier bin. 1, 2, 3, 4. Dann einmal Fallenbolzen. Nehmen wir alles mit. Guck mal, hier ist gar nichts übrig geblieben. Wir haben alles aufgesaugt. So, du bist kaputt. Aber ich wusste, dass Splicer neu spawnen, ey. Achtung, jede öffentliche Versammlung von mehr als 4 Personen wird als strafbare Handlung. So, der hat uns nicht gesehen. Hier ist schon wieder Gegner hier. Da unten ist einer. Geh mir nicht auf den Keks, Alter. Ich hab gar nichts. Ich hab gerade keine Zeit für dich, Mann. Halt's Maul. So. Splittergranaten brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nichts. Habt ihr eigentlich irgendwas für mich hier? Wo ist denn der Zirkus der Werte, der hier rumgammelt? Da vorne ist er. Danke. Eve-Spritze nehme ich gerne. Kontaktminen nehme ich gerne. Auto-Hacker nehmen wir auch nochmal 3 mit. Ohne eine Eve-Spritze. So. Sind wir nicht ein bisschen cashlos geworden, ey.
Denn hier ist halt so, Cash is gay, wisst ihr Bescheid. Was haben wir denn hier noch so drinne? Hat gerade so schön geglitzert, ey. Denke ich mal, hier liegt irgendwas. Wer hat das gesagt? Niemand, halt die Fresse. Ich muss jetzt hier gerade ganz schnell durch. Denn wir haben einiges zu tun noch. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal die Shotgun. Damit befördern wir uns nämlich nicht nur auf den vorderen Sitz, damit befördern wir auch mal ein paar Leute ins Jenseits. Wer diese amerikanische Referenz verstanden hat, kriegt Keks von mir. So, zack, hoch. Und wo war nochmal der Raum? Das war Tenenbaum hier, ne? Ja, da ist nicht viel. Boah, Big Daddy, da kommt keine Sister mehr. Ich habe zwei von euch ausgerottet. Hier gibt's nicht mehr, außer diese zwei. So. Jetzt sind wir wieder hier. Hi, alles klar bei euch. Schönes Familiendinner. Sagt Bescheid. So, hier lag irgendwo Cash. In einem Safe hinterm Bett, glaube ich. Wie, du hast auch noch Geld? Ja, gib doch mal her. Ist doch nicht so gierig. Ja, den Verbandskasten werde ich mir auf Teufel komm raus jetzt mit Sicherheit nicht holen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal die Fallen hier deaktivieren. Jo. Weil ich wollte in der Badewanne gucken, weil ich mir genau das hier gedacht habe. Schnell retten, bevor hier alles nass wird. Dich können wir nicht gebrauchen. Waschbecken können wir nicht benutzen. Lass mal wieder abdampfen, Piet hier. Zeitung. Ne, nichts Interessantes. Nehmen wir den Verbandskasten mit, auch wenn der uns nicht wirklich was hilft. Der Ofen ist on fire, aber ansonsten ist hier nichts so Tolles. Piet, wir müssen noch den Safe ausleeren, hast du ganz vergessen. Müssen wir noch hier ganz schnell mal vorbeidüsen. So, dankeschön. Wow. 6 panzerbrechende Pistolenkugeln, die waren so wichtig, dass der Kollege den erstmal in den Safe geballert hat. Kann man verstehen, ist ziemlich krass. So, ich würde ganz gerne, wenn ich fast ehrlich bin, die Heilstation hier hacken, aber diesmal vermute ich wieder zu, nö, das sehe ich gar nicht ein. Dafür jetzt einen Outtracker zu verbraten oder mir selber den Arsch zu zerbrutzeln. Also gehen wir noch eine Etage höher. Boah, ich sehe da auch schön eine Security-Kamera, ey. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Muchas gracias, señor. Komm her. Ich wollte mich nicht... Oh, ihr seid so Vögel, ne? Ja, ich wollte auf jeden Fall nach der Security-Kamera erstmal meine Hälfte von Eve aufladen, ey. Was für ein Vogel haltet ihr mich denn? Ja, so schon mal gar nicht. Gib mir einen Geraden, gib mir einen Geraden. Da ist ein Gerader. Damit kann ich durchaus leben. Wir müssen nur ein paar Rohre bewegen. So, zack. Fertig ist die Kiste. Ja gut, es hat sich jetzt voll gelohnt hier. Ja, ja. Ja, ja, du schöner Hubert. Laber du mal weiter. Was ist hier drinne? Munition und Splittergranaten! Nee, nee, das muss kesseln! Nehmen wir einfach mal die paar Granaten hier, wenn wir schon mal ein paar Angebote kriegen, ne? Geh mal hier rein. Kuckuck! Hallo, Zeugen hier! Eindringling! Hallo! Parasit! Wo zum Teufel? Von wo kam das? Hallo? Hallo! Zeugen Jehovas, wir würden mit Ihnen gerne bei Gott reden. Hallo? Wo ist denn Telekinese? Komm mal mit der Leiche daher. Hallo? Wollte schon sagen, ey. Deaktivier uns das nochmal bitte hier. Dankeschön, sehr freundlich von dir. Das hier bitte auch. Ja, gönn dir. Hab ich ihn gerade umgebracht damit? Ich wollte schon sagen, ey. Oh, sorry, Pete. Das mag ich. Und trotzdem gibt er sich noch Mühe, der Pete. Boah, du Wichser, hast Pete umgelegt, Alter. Wenn ich dich sehen könnte, würde ich dich zerkloppen dafür. Wenn ich dich nachladen müsste. Da droppt er auch noch eiskalt in Tenenbaums Bude rein, ey. Der Gauner. Oder war das von Tenenbaums Bude? Man weiß es gerade gar nicht. Jetzt laber doch keinen Müll. Ist mir doch egal. Laber doch keinen Müll, du! So, was haben wir denn hier Feines? Hallo? Schöne Bude habt ihr übrigens, muss ich mal nebenbei sagen. Ist ein interessantes Esszimmer. Du sähst fast so aus, als würdest du gleich hochkommen, weil du so lila leuchtest. Aber vielleicht bist du einfach nur sexuell frustriert. Kann ich vollkommen verstehen, wenn man so aussieht wie du. Hier ist die Küche. Oder hier ist zumindest was zum Essen. Oder so.
Ich denke mal, dass die Leichen aufstehen, sobald ich untersuchen möchte, weil das hier voll auf der Fall ist. Oh, hallo. Da bist du ja. Schätzekön, ich hab dich schon gesucht. Hör mal, sag doch was. Sag doch, dass du in der Küche machen möchtest. Hätten wir noch früher darüber reden können, ey. Frauen, immer so schüchtern. So, gut. Hier ist ja unten vielleicht nichts mehr zu machen. Ist das der Job von da? Ach, okay. Hör mal, was ist denn los bei dir? Bist du Jesus oder warum lebst du dich da und wieder? Ich möchte aber nochmal oben in Ruhe gucken. Ja, geht klar. Warum auch immer hier ein Elitisteraufgang ist. Verstehe ich nicht. Hier ist doch nichts. Wird schon seinen Grund haben. Nichts als Gerede. Zu guter Letzt sind sie keine. Komm zurück. Ja. Fuck. Da war der Stahlträger im Weg. Fuck, ist daneben. Ich werde jetzt aber auch nicht so viel verschwenden. Seht ihr das? Also entweder habe ich sogar doppelt geschockt. Halt die Klappe und gib mir einfach dein Geld. Wieso hört er einfach mal auf Geld zusammen? So, nö, ich brauche auch Almosen und nicht, ihr Wichser. Was soll ich denn damit? So, was haben wir hier im Bett? Hup. Schönes Bett auf jeden Fall. Verbandskasten nehme ich immer gerne mit. Wenn ich es denn kann. Oh, Alter, dein Schiss hat aber das Klo zerfetzt, Mann. Mein Beileid dafür. $15. $17. Wieso hat die Perle mehr Geld als du? Das war das hier eigentlich schon, ne? Bin ich hier für $32 hingekommen? Das ist ja dezent schwul irgendwie. Du hast ja mal auch gar nichts am Start. Dann nehmen wir mal die Abkürzung. Oh, nichts. Dankeschön, sehr freundlich. So, hier ist... Boah, ich wusste das, ne? Gehen wir doch nicht so auf die Klötze. Ja, nix war. Du warst und zwar am Leben. Außer jetzt, dann bist du tot. Hauptsache, ich hätte ja eigentlich auch mal meine ganzen geladenen Magazine entgegenwerfen können. Hätte genauso viel gebracht. Ah, da vorne ist jetzt wieder irgendwas Wichtiges. Was sagt denn so der U-Invent? Der U-Invent sagt, lass das, Junge, da hast du kein Geld für. Und da hat der U-Invent auch irgendwie dezent recht mit. So, du bist unnötig. Du bist tot. Du bist warm und lecker. Du bist voll und du hast was zum Labern. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Also wir merken uns, 5744 ist der Code, den wir benutzen möchten für unten. Das tun wir auch gleich noch. Mach mal auf hier. So, dankeschön. Nehme ich auch alles gerne hier mit. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns doch hier mal so ein ganz kleines bisschen um. Ist ja richtig dangerous hier. It's dangerous to go alone, take him. Komm her, Digga, du wirst noch was Wichtigeres aufhaben. Komm her. Mach mal kaputt. Oh, das macht ja richtig Spaß hier. So. Hör mal, kannst du fliegen? Nee, kannst du jetzt. Boah, war das ein meisterhafter Schuss zwischen den zwei Pfeilen oder was ist los hier? Hör mal, besser geht das doch gar nicht hier. Was haben wir hier drin? Badewanne, viel Spaß damit. Kannst du gleich reingehen, wenn der warm und voll ist. So, hier ist noch irgendwie so ein Picture-Raum. Ah, nee, ist wieder so ein Bett hier. Überall Betten. Bandagen. Boah, das ist aber ein schöner Tisch. Das bezweifle ich, wenn ich mir das ansehe, was ich gerade in der Hand habe. Du... Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nicht. Komm bitte nicht rauf. Hier hab ich das Sagen. Hör mal, du kannst mich doch gar nicht gesehen haben, aber schöne Maske hast du gefasst auf jeden Fall auf. Steht dir, Digga. Sieht richtig gut aus. Endlich mit der Knarre hingerichtet. Das ist so ziemlich der Erbärmlichste, was du haben kannst. Schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön.
Ja. Holen wir uns erstmal ein bisschen Cash von Tannenbaum, dass hier noch ein bisschen rumliegt. Und den Türcode 5744 haben wir auch schon gekriegt. Und ich sag doch, in jeder Raum, wo eine Tür existiert, können wir rein. Oh, okay, dann geh halt in die Luft. Ja, MG-Patronen, genau das, was ich haben wollte. So, Autohacker auf den Safe, hoffentlich hat er nicht schon wieder Geld. Okay, kann ich damit leben, dass wir jetzt schon wieder volles Geld haben. Ich muss hier echt fast schon die Sims-Geld-Simulator benutzen. Zigaretten brauchen wir nicht, wir haben beides relativ voll. Ist ein schöner, voll verkackter Anzug hier. Das war's eigentlich schon. Das können wir, glaube ich, abschlagen. Finger weg von mir. Oh, hi. Entschuldigung. Da kommt direkt mal die Maklerin hier rein, an der ich nicht sterben möchte, weil unsere Leben sehr klein sind gerade, wie ich sehe. Ja, wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Ich meine, Leute, ich finde das so geil, wenn man einen Bereich halbwegs gesäubert hat, hat man überall seine Gangster. Brauche ich nicht. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt in den Aufzug gehen... Sind wir dann schon weg aus dem Bereich, weil ich weiß, dass da hinten nochmal ein anderer Bereich ist, zu dem ich auch gerne auf jeden Fall gehen würde. So, ich werde jetzt noch ein bisschen was labern, bis wir die Security Cam fertig haben und danach werde ich den Part nochmal beenden. Denn ich muss mal gerade ganz schnell gegenchecken, ob wir, wenn wir jetzt in den Aufzug gehen, den Bereich abschließen. Denn wir haben einen ganz gewissen Nebenbereich noch nicht abgeschlossen. Und da ich das nicht weiß, würde ich das gerne erstmal checken. Von daher... Wir sehen uns dann im nächsten Part von Bioshock wieder. Ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird, aber ich glaube, die Parts müssten eigentlich jetzt relativ zügig wieder hochkommen. Ich habe jetzt immer montags frei, beziehungsweise früher frei eher. Von daher wird Bioshock jetzt erstmal schön gemütlich durchkommen. Da braucht ihr diesmal keine Angst haben. So, gut, das war's vom Part. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich muss dann gucken, im Ende grad, wie ich das mache. Auf jeden Fall, bla bla, bis zum nächsten Mal, bevor der... Ja, ist ja gut. Ciao.